Ich bin bereit. Der Witz ist genau, das wollte ich Bin auch gerade bereit. machen, aber das war mir dann doch zu peinlich. Hallo Moin. Leute, hier ist Semni und an meiner Seite ist. Cliff. Und wir spielen noch eine Runde Soulforge. Und ja, es ist Die wir uns eben gerade schon mal schon hatten. wieder. Ja, wir haben gerade schon wieder eine Aufnahme irgendwie versemmelt. Also Camtasia will gerade irgendwie unseren Sound nicht ganz erkennen. Warum auch immer. Und ich würde sagen, ich nehme diesmal ein anderes Deck als letztes Mal. Oh, schade. Oder hat dir das Spaß gemacht, gegen das zu spielen? Das war eigentlich ganz witzig. Dann bleiben wir dabei. Ich Dann hast du nehme. kein Legendary. Vielleicht liegt es daran, ja. Ah, ich habe Static Shock und Firestorm. Ja, damit kann ich leben. Ich ziehe dann einfach Karten bis zum Umfallen. Genau. Cliff möchte uns ein bisschen sein Spaßdeck zeigen, was wirklich ganz lustig ist, da es eigentlich bloß darauf basiert, kostenlos Sachen zu spielen und ganz die Karten zu ziehen. Es hat keinen anderen Zweck. Und man hat Spaß dabei. Und man hat Spaß dabei und ich zeige nochmal mein rotes Deck, was eigentlich bloß darauf basiert. Ich hau ein bisschen Schaden mit Zauberkarten drauf und verkacke dann. Ja. Ach du Scheiße, ist das eine. Hey, Wäre ich ich als hab's dir Zweiter überschattet. dran? Wäre ich als Zweiter dran, wäre meine Hand super. Aber ich bin als Erster dran, darf nur eine Karte spielen, deswegen ist sie komplett nutzlos. Ja, Das fast gefällt komplett mir. nutzlos. Ja, fast komplett nutzlos. Du kannst direkt angreifen. Ja, aber ansonsten waren es nur Zauberkarten, die einen stärken, das oder halt dir Schaden machen. Das wäre viel, viel cooler Ja, gewesen. Ich habe eine komplett nutzlose Karte. Tick doch nicht so aus, kleine Maus. Halt die Ja. Backe, du Du alte Schabracke. Schabracke. Sonst wird mein Kampfdruide böse. und der Flamespeaker, ja, macht auch irgendwas. Kommt mit viel Getöse. Ich reim da Du jetzt besser glaubst, nicht ich drauf. kann die. Ja, der kommt einfach nur. Löse. Ja, genau. Du glaubst wohl, ich kann deine Kreatur nicht zerstören? Natürlich kannst du die zerstören. Ich wollte nur die zwei Da hast Schaden du recht. machen. Ja. Oh, er hat seinen Angriff gerade verdoppelt. Die Karte ist übrigens sehr praktisch. Ach nein, wirklich? Ja, Ey, stell jetzt dir ist das vor. erste Mal. Oder habe das erste Mal was Sinnvolles gezogen. Jetzt habe ich endlich die Karten gezogen, auf die mein Deck aufbaut. Oh, sehr schön. Nein! Du kannst mich nicht Ach verdammt, das zerstören. funktioniert ja nicht, weil du dadurch Defender wirst. Ah, ich Depp. Ja. Ich bin so schlecht und undurchdacht. Ich bin der Ja, undurchdachte daraus ziehe ich erstmal Schlechter. eine Karte. Wir sehen Dann nehme ich noch den bis Techno. jetzt ist der größte Eloyen, aber er hat auch Utera im Deck, was heißt, ja, er wird sich hochpowern und ganz viel Scheiße ziehen. Hatte ich in der ersten Runde sogar gemacht, eine Utera-Karte noch gespielt, Ja, um aber die meinen müssen ja nicht alle Kampfdruiden gesehen aufzubauen. haben. Ich weiß nicht, ob die Aufnahme Es gibt gehangen ja auch hat. Taubstumme. Ja, zum Beispiel. So, versuche ich es diesmal richtig. Au, das tut mir weh. Ja, tut es Mein wirklich. Auge. Ich musste gerade drei Zauber spielen, um eine lächerliche Karte auf über den Jordan zu bringen, ja. Unglaublich. Wäre lustig, wenn ich diese Kombi auch mal auf der Hand hätte, nicht wahr? Hast du wahrscheinlich auch. Ich habe übrigens Nein, aber ich ziehe erstmal eine Karte. in unserem Utera versus Utera Deck habe ich übrigens deinen ersten Zug vorhergesehen. Weil ich wusste irgendwie genau, welche Karte. Ah, nee, den zweiten Zug. Weil ich wusste irgendwie genau, was du auf der Hand hast. Oder ich habe gesagt, ja, es wäre jetzt richtig scheiße, würde er das und das spielen und genau die beiden hast du aktiviert. Tja, ich habe das gemerkt. Ich habe in deinen Kopf reingeschaut. Nein, hast du nicht. So. Ich spiele jetzt mal den Okay. Seismic Adept, der ist ganz lustig, dadurch kann ich nämlich bestimmen, wo seine Kreaturen hin sollen. Und sag jetzt bitte nicht den Scheismic Wieso kannst du Gedanken lesen? Ich wollte es gerade Adept. sagen. Der scheiß mich denn. Und ich spiele einen Static Shock, um seinen Techno-Schmidt zu töten. Und spiele Ah, diese gut, dass Karte. wenigstens das Feld. Da kann ich den jetzt bewegen und wenn ich in die Reihe gehe, kriegt diese Kreatur 3 Schaden. Das ist ja ungünstig. Ungünstig. Ach so, ich kann noch nicht. Du hast noch nicht Ach, gewartet. ja, Ich ich bin habe mal dumm. wieder vergessen, Endturn zu drücken, weil ich mich viel zu Kann sehr das sein, dass aufs das. Quatschen konzentriere. So, Freund Blase.
Ach, verdammt, deshalb. Nee, er greift da noch nicht an. Praktisch. Nicht ganz so praktisch. Ja, Freund Blase. Freund Schnürschuh. Oh, ey, ich hab nur Müll auf der Hand. Und Kogias. So, ich bewege erstmal seinen Techno-Schmidt und bewege meinen eigenen Charakter, damit ich nicht den Schaden fresse. Damit ich den Schaden fresse, aber er noch nicht stirbt, weil ich ihn ganz lustig finde. Ja, dein Scheiß-Mick-Adept, der soll mal dahin gehen, wo der Pfeffer aufsteht. Wo der Scheiß mich scheißt. Ja. Zum Beispiel. Ein Glück, dass ich deinen Scheiß-Spirit-Flame-Music noch nicht zerstöre. Außer du machst jetzt wieder Unmüll. Nö, keinen. Ich feiere noch nicht ab. Nein! Ich feiere noch nicht ab. Aber nächste Runde könnte ich zweimal abfeiern. So, was machen wir jetzt Lustiges? Am besten, ich spiele einfach mal Krogias. Oh, hi Krogias, wie geht's dir? Tschüss, Krogias. Du hast ihn jetzt nur gespielt, um ihn zu leveln, oder? Richtig. Top, die fette Grillt. Die fette Grillt. Okay, was mache ich am dümmsten? Dem Am Master? besten wäre, du zerstörst meinen Technosmith Stufe 1, weil der ist unglaublich mächtig. Firestorm. No. Firestorm. Ja, ich habe sie zweimal. Oder dreimal. Ich weiß nicht Nee. warum. Nee, weil so dein Master of Elements drauf geht. Der ist Das nicht war gut. mir egal, ganz ehrlich. Ich muss dein Feld ein bisschen leer So, ich räumen. verkacke. Ja, das ist natürlich ungünstig. Ungünstig. Schalala, Buja, Checker. Das ist natürlich Shia-la-la-la-buja-chaka? auch ungünstig. Das ist natürlich auch ungünstig. Ja, weil dadurch deine Drohne überlebt. Dein Battle Droid. Ja, die kleine Sau. Wie viel machst du denn jetzt Schaden? Ah, perfekt. Tschüss. Tschüss. Auf Hallo, Wiedersehen. tschüss, habe ich gesagt. Nein! Nein! Weil ich deinen Metamind-Adepten töte? Ich hätte auch den Technosmith töten Ja! können. Das wäre vielleicht im Anbetracht dessen, was ich jetzt tue, sinnvoller gewesen. Wirklich muss das sein? Was? Was zur Hölle? Ja. Oh, ist das ein mieser Zug gewesen gerade. Ja, hast du ein Glück, dass ich nicht noch bessere Karten auf der Hand hatte. Ich hatte fast nur Level 1 und halt die eine lustige. Ja, ich merk's. Okay, damit habe ich verloren, aber es war spaßig. Und ich kann Karten ziehen. Und du kannst Karten ziehen. Ach Mensch, jetzt habe ich ein Level 3 Denn Static Shock und Le Stufe 3 Urantibolt und eine Stufe 2 Firestorm auf der Hand. Ich kann sie nicht aktivieren, wie schade. ja, finde ich auch sehr schade. Oh, jetzt halt sich die ganzen Techno-Schmiss so. Jetzt machen noch mal ein bisschen mehr Schaden. Dann greife ich dich mal an, Mann. Boah. Ja, Also es ist ein wenn das Ding ins Spaßdeck, aber wenn Rollen man ihm kommt. genug, es ist ein Spaßdeck, aber wenn ihm genug Zeit gibt, ist es ziemlich mächtig. Ja, zwei, drei Züge des Gegners, wo er schlechte Karten zieht und dann ist das Deck eigentlich gut. Ja, aber erst dann. Ja. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit unserer Soulforge Einführung plus Spaßrunde. Bis zum nächsten Mal, euer. Kraft dem Reich, Glück. Euer Kraft dem Reich. Ja, das ist für Tobias, oder? Ja, das ist für Tobias, das hatten wir eben schon Genau, mal. ich wollte doch jetzt so tun, du verstehst. Gehabt euch wohl, euer Semni. Kraft dem Reich.